willkommen bei Ichino TV, der Show, die nicht jeder will, aber die jeder braucht. Wir haben es geschafft, wir sind auf Malle, Mallorca. Ichino, warum Ichino? Ganz einfach. Ichino! Zusammen! Ichino! Boah, lange hat es gedauert, wir haben Ewigkeiten auf ihn gearbeitet. Ewig. Jetzt sind wir hier direkt im Herzen vom Ballermann. Hier waren sie alle, Peter, Krause, Steffi, Susi. Wir freuen uns auf jeden Fall, wir legen gleich auf, direkt am Ballermann. Und wie das ausschaut, das seht ihr gleich. Ja, hey! Absolute Mallorca-Premiere hier, ja? Wer seid ihr denn jetzt hier? Ja, wir sind Ichino von Calcha Candela. Endlich sind wir auf Kreta. Das ist geil, oder? Wir legen heute Abend übrigens hier auf. Rio Palace, Ichino Sound. Wir beide, die zwei Vögel, machen uns Halligalli. Zum ersten Mal auch auf Mallorca. Zum allerersten Mal. Privat, geschäftlich, mit denen, alleine zum allerersten Mal. Ihr kommt aus Berlin, oder was? Ja, sag mal, gerade eben war es so einigermaßen sympathisch. Okay. Aber jetzt ist es schon knapp an der Grenze. Ihr kommt aus dieser Calcha Candela Calcha Gruppe. Monster-Song, nee. Irgendwie habt ihr auch mitgemacht, ne? Ja, wir haben da, wir waren zufällig irgendwie da und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, jetzt wo wir schon da sind, dann machen wir einfach mit. Also nicht nur die Lichtverhältnisse sind bescheiden, auch der journalistische Faktor. Ja, absolut. Die Fragestellung. Ja, guck mal. Das erste Mal auf Mallorca habe ich mich verlaufen. Okay. Was habt ihr denn genau heute Abend vor? Ja, wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es wird. Wir legen das sieht natürlich auf. Wir feiern gerne mit den Leuten. Das heißt, wir nehmen die Leute, die ja natürlich auch die Leute haben. Also war jetzt so mein erstes. Hey, Respekt. Ja, dafür war das super. Ja. So wunderschöne Werbung haben wir noch nie in unserem Leben gehabt. Da mussten wir erst auf Mallorca kommen. Ichino Sound, die Jungs vom Calcha Candela. Und auf der nächsten Seite ist ein Laden, der auch zu dieser Kette gehört. Dort gehen wir dann zur Aftershow-Party. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wir legen gleich auf, direkt am Ballermann. Und wie das ausschaut, das seht ihr gleich. Ja, hey! Adventures.
So, meine Lieben, wir haben uns ein Bergelchen gemietet. Haben uns hier irgendwie kurz mal in so einen Yachthafen eingecheckt. Was ist denn? Hast du die Piep, piep! Piep, piep! Im Termin zur Probefahrt heute. Scheiße, war doch echt ganz schön besoffen gestern, merke ich. Ja. Muss auch mal sein, einfach. Das gehört auch zum Portfolio eines heranwachsenden Mannes. Ich war lieber ein Jetski anstatt so ein profanes Schlauchboot. Mit so Bourgeois. Die Sprachkennung. Mietzi! Wie auch sei, wir sind hier und genießen das balearische Leben. Salut! Also, diese Natur, schauen wir uns das doch mal an. Schön ist, dass man auch direkt einen Parkplatz in der Natur findet. Hast du Druck? Nimm das mit. Hey Leute. Okay. Ich hätte uns gerade gerufen. Es ist irgendwas Krasses passiert. Es ist was wahnsinnig Schönes oder was wahnsinnig Hässliches. Wir schauen es uns an. Itchy. Phänomenal. Gut, dass wir hierher gekommen sind. Ey, wollen wir Jetski fahren? Ja. Guck mal nach, das steht irgendwas für Jetski. Okay. Also, eine neue Ausgabe von Itchino Sound in Gefahr. Wir werden uns jetzt waghalsige Wasserracer ausleihen, indem wir über die wogenden Fluten fegen werden. Jetskis heißen die Dinger. Holen wir uns jetzt und damit geht's ab, Alter. Zack. Ja, ja, hier kommt's, hier kommt's. Bis zum nächsten Mal. Wird angeschafft.